Ich würde ja sonst gerne hingehen und das Wasser in den Eimer packen und den Eimer auf den... Hier, den Durchlauferhitzer, diesen Boiler da. Geben. Aber ich komme hier auch nirgendwo an das Zeug dran. Der Boiler ist immer noch sehr heiß. Ja. Der Boiler ist immer noch sehr heiß. Ich will nicht aufgeben. Ich habe ja halbwegs kapiert, wie es funktioniert und dass ich diesmal keine Tipps kriege und überhaupt, aber... Der Boiler ist sehr heiß. Wo könnte ich hier denn Wasser kriegen? Nein, bei dir kriege ich nur die Sinne vernebelt und eine Rauchvergiftung. Hier habe ich mal das Skelett weggenommen. Ich komme auch nicht mehr in den Ofen. Ich meine, gut, was sollte es mir bringen? Ich gehe jetzt zur Drehorgel. Da kam ich dran. Und die hatten Wasser. Okay. Ich kann das Wasser hier nicht wegschütten. Und umschütten. Und in mein Eimerchen geben erst recht nicht. Ursprünglich habe ich ja gedacht, dass dieses Spiel hier auch so um die, keine Ahnung, 4 Stunden braucht. Aber da habe ich mich wohl ordentlich getäuscht. Bin ich jetzt wieder direkt am Brunnen vorbeigelaufen. Kriege ich hier heißes Wasser? Nein, kriege ich nicht. Kriege ich hier Wasser? Nein, kriege ich nicht. Wasser! Yoshi leidet mit mir. Oder lacht mich aus. Das... Nee, ne? Ich habe eine lange Bürste gefunden. Jetzt klärt sich alles auf. Jetzt wird das Leben. Ich wusste es. Es gibt einige besondere Schlösser auf dem Gelände, die nur mit tierförmigen Schlüsseln zu öffnen sind. Wir müssen nach ihnen von nun an die Augen offen halten. Das Brunnenschloss ähnelt einem Tiger. Weißt du, Kaguste... Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe den Tigerschlüssel. Und ich habe eine Tigerstatue. Das Kauguste bringt mir nichts. Aber ich hätte immer noch einen leeren Eimer. Gut, was schreibt Yoshi denn? Ganz liebe Grüße von Yoshi. Meine Waschmaschine macht zwar auch viel Mist, aber immerhin funktioniert sie. Ich meine, gut, meine Waschmaschine miaut. Nein,
Ich habe die Eulenstatue bekommen und dafür den Eulenschlüssel genommen und dafür eine Eulenstatue bekommen. Ich habe eine Tigerstatue und den Tigerschlüssel dafür aufgewertet. Ich werde also noch einen eine Löwenstatue, eine Adlerstatue und diese Kobrastatue bekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich Wasser krieg. Und wie ich die Seife da platt mache. Ja, wir brauchen Wasser. Warmes Wasser. Bring's doch irgendwie zum Platzen. Ich muss hier ja nicht mehr leben. Da ist eine Pfütze. Hier ist Wasser. Wo habe ich eigentlich das Wasser herbekommen? Hier, aus dem Kanal. Gut, da wollte ich nicht reinpacken, weil das furchtbar stinkig und bäh und überhaupt war. Und damit Wäsche zu waschen ist auch nicht sonderlich sinnvoll. Aber wenn Kauguste mich davon abhält, dieses Wasser zu nehmen. Was soll ich denn dann machen? Was mache ich vor allem hinterher mit diesen 5 Statuen? Werde ich dann hier Dingsbumskirchen. Das Wandteppich. Ja, muss ich da reinpacken. Ich brauche noch irgendwie so ein komisches Teil. Kauguste, wir gehen hier rüber. Hier wird's schon irgendwie was für uns geben. So, wir haben eine Käsereibe. Und wir haben Wasser. Wir haben Kauguste. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch nicht ernsthaft zu blöd, Wasser, den Eimer ins Waschbecken zu stellen. Heißes Wasser. Nee, warte. Wir müssen noch mal runter. Wir wollen ja noch hier die Seife. Hier, rubbel, 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 rubbel die ganze Seife weg, ist mir doch egal. Ich hab Seifenspäne. Also, hier, Wasser, Seifenspäne, Teppich. Schwubbel, 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 schwubbel. Ja, dann trocknen wir den doch. Boop. Ich habe einen nassen Wandteppich. Und den nassen Wandteppich, den kurbel ich jetzt. Ich habe ein Teppichfragment gefunden. Und jetzt kann ich das Teppichfragment da dran halten. Und ich habe einen Blumenstrauß gefunden.
So, streckst du wohl den Arm danach aus? Ja, super, danke. Wo bin ich jetzt? Ist das denn immer noch nicht zu Ende? Nein, ist es nicht. Ich habe ein Weinglas gefunden. Kauguste, gehen wir uns gleich betrinken? Wir brauchen einen Schlüssel für diese Tür. Ich habe einen Haken. Und ein Weinglas. Das ist ein Magnet. Yay. Und ein weiteres Weinglas. Unter dem Fass steckt etwas. Es fehlt ein Rad an diesen Fasskarren. Ich kann dir nur leider nicht sagen, wo dieses Rad hin ist. Wahrscheinlich werde ich es hier finden. Mal gucken. Tausendfüßler, Schneewesen, Giftgrippe. Nein, ein Rad werde ich hier nicht finden. Aber dafür ein Buddha und zwei Pferde. Ein Pferd, zwei Pferd. Einen Tausendfüßler. Doch, ein Tausendfüßler. Ist egal. Ein Schneebesen. Brauch auch keine Sau. Drei Parfums. Brauchen noch viel weniger Schweine. Ein Schiff. Ein Fisch. Ein Gürtel, ein Kamm, ein Handabdruck. Oh. Ein Parfüm. Eier. Ein Kleeblatt. Birnen. Eine Zitrone. Ein Blasebalg. Ein Fächer. Ich kann da auch zufächern. Ich brauche keinen Blasebalg. Ein Bügeleisen. Ich brauche ein Gewicht. Was für eins ist unklar. Ich brauche ein Schiff. Ein Gürtel. Ah, hier habe ich noch viel mehr zu. Ein Blaseball. Ein Schiff. Vermutlich das Gewicht. Ein Parfüm. Ein Buddha. Noch ein Parfüm. Das Gewicht. Das ist nicht das Gewicht. Na gut, dann ist es eben nicht das Gewicht. Aber es hätte das Gewicht sein können. Aber hier haben wir auch die Zwiebel. Und ein Gürtel. Und einen Tausendfüßler haben wir auch irgendwo. Hier hätten wir eine Eidechse, eine weitere. Ich brauche noch einen Tausendfüßler und ein Gewicht. Das Gewicht von einem Tausendfüßler ist übrigens nicht sehr hoch, wenn es sich um einen normalen Tausendfüßler handelt, die ja keine tausend Füße haben. Und selbst wenn sie tausend Füße hätten, sie tragen keine Schuhe. Dementsprechend kommen da keine 5000 Kilo noch zusätzlich dran. Ja gut, ein normales Schuhpaar wirkt jetzt keine 5 Kilo. Aber ihr wisst, was ich meine. Ach, ist mir doch egal. Das ist ein Gewicht und das nicht. Na gut. Ich habe ein Gewicht gefunden. Es gibt nichts, woran man das Gewicht hängen könnte. Gäbe es einen Haken, hätte ich diesen an der Schuhlinie hängen können. Weil ich zu blöd bin, den Stuhl zur Seite zu rücken? Gut. Also, jetzt brauche ich einen Korkenzieher und zwei Eidechsen. Ein Bügeleisen. Eine Rose. Ein Käfer. Ein Löffel. Eine Schnecke. Einen Schwan, eine Zitrone. Ein Gorilla. Eine Gabel, ein Schirm, ein Gorilla. Yay, ein Gorilla!
Da ist ein Schirm. Eine Sonne. Bist du ein Käfer? Du bist eine Fliege. Du bist die Rose. Du bist der Korkenzieher. Du bist der Käfer in meinem Wimmelbild. Irgendwo gibt es jetzt noch die Gabel. Da ist die Gabel. Und dann gibt es hier diesen blöden Gorilla. Ah, der ist aus Plüsch. Ist vielleicht nicht ganz so blöd. Ist nicht so wie nervig wie der aus Teil 1. Ein Rosengriff. Ich wollte schon immer einen Rosengriff haben. Im Weinkeller haben wir eine Statue mit hohem Blut, mit einem blutroten Rubin auf der Stirn gefunden. Überall stehen Weingläser, einige Spiegel und eine Kerze. Wenn man dieses Haus kennt, kann man annehmen, dass das kein Zufall ist. Drei Weingläser fehlen noch. Cool, dass ich sowas weiß. Aber mir fehlt noch ein Weinglas. Das da zum Beispiel. Ja. Das ist ja alles schön und gut. Also dieser muss halbwegs gerade ausstimmen. Dip, 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 dip. Ich gehe davon aus, dass wir einfach mal alle Weingläser mit Wein füllen müssen. Yay! Ich habe einen Schlüssel bekommen, weil ich eine brennende Kerze habe, damit ich dann... Was denke ich überhaupt drüber nach? Wir haben... An dieser Tür prangen Rosenmuster. Eine Klinke scheint an dieser Tür zu fehlen. Hier. Was ist denn das für eine Falltür? Ah, ein Löwe! Löwe! Gib mir die Löwenstatue! Und den und die Klinke. Ja, Buch, was möchtest du? Im Weinkeller haben wir eine Statue und die Spieglein. Ja, also den Schlüssel haben wir noch. Ja, alles voll toll hier. Wir haben einen Schlüssel. Dreh den Schlüssel. Lass uns hier raus. Lass uns durch den Weinkeller. Alles klar, Sarah. Wir sind Sarahs Geist ein weiteres Mal begegnet und sie scheint uns herbeizuwinken. Ihr Geist ist hinter der Wand verschwunden. Was liegt bloß dahinter? Ein ganz geheimer Geheimgang. Es ist an der Zeit, es herauszufinden. Ah, ich stecke wohl besser nicht meine Hand in diese... Jetzt kannst du deine Hand da reinstecken. Und der Schlüssel ward nie mehr gesehen. Ah, ein interessanter Mechanismus. Einige Teile fehlen. Hier hasse Zahnrad. Nee. Na gut. Dann hole ich mir eben erst die
Schlagen. Nein, 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 nein. So, hier runter. Da runter. Hier runter, damit wir oben auskommen. Und dann... Da, Schlangenschlüssel. Ich will die Schlangenstatue haben. Ja, wir müssen hinter den Schrank ans Ende der Zeit. Ah ne, ans Ende der Welt, wo kein Regen mehr fällt. Hinter dem Schrank. Ja, gerade die Frage, wo war doch gleich der Schrank? Wo ging's zum Keller? Und? Habe ich's jetzt? Oh, ich kann die Tür öffnen. Nein. Nein. Tiger. Löwe. Schlange. Wo ist der Adler? Warte, 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 warte. Ah, also. Ja, ja, ja. Also. Adler. Eines befand sich im Grammophon im Erdgeschoss, das war die Eule. Ein weiteres im Brunnen im Garten, das war der Tiger. Die im Globus befand sich... Ich muss zum Dock zurück. Ha, der Adler ist am Dock. Tja, entschuldige bitte, den Löwen habe ich hier gefunden. Am Dock, am Dock, am Dock, am Dock, am Dock. Da tausche ich den Adler ein. Ich kann den Adler eintauschen. Mir ist nicht ganz klar... Ah. Hier, der muss aber erstmal hinklicken, nachdem das Boot weg ist. So, Süße, schwimmt zur Insel. Ach nee, du bist ja gar nicht Süße. Ich verfolge ja bloß Sarah und ihren Geist. Nur so als Frage, ist eigentlich Kauguste derjenige, der paddelt? Oder steht Kauguste irgendwo im Nirgendwo rum und lässt mich hier komplett alleine? So, gleich haben wir's. Adler, rein da! Erzähl mir nichts, du willst da rein. Ich sag doch, das ist ein vollgeheimer Geheimgang. Ja, Katze, ich nehme die Spitzhacke. Monsieur Davy, wir müssen uns unterhalten. Wir würden gerne wissen, was es mit diesem Raum auf sich hat. Du hast dich mit ihr gestritten, denn du hast den Schlangengehstock. Ich fürchte, sie haben meine Gastfreundschaft lang genug strapaziert. Ich muss sie bitten zu gehen. Jetzt!
Ja, ich hätte mich auch nicht gerne 5 Stunden im Haus, muss ich zugeben. Wie Sie wünschen, wir werden gehen, wenn Sie unsere Fragen beantworten. Boah, sind wir selbstbewusst. In Ordnung, dieser Raum ist ein Lager, nichts weiter. Dort verstaue ich Dinge, für die ich keine Verwendung mehr habe. Das ist alles. Beispielsweise meine Frau. Ich weiß, was Sie andeuten wollen, Monsieur Dupin. Ich bin kein Narr. Sie werden hinter dieser Wand nichts finden. Sie ist lediglich ein Teil des Fundaments. Die Katze. Was ist das? Warum ist Ihre Leiche hier? Ich habe sie nicht. Ach, es ist wohl kaum noch wichtig. Ich gestehe alles. Obwohl es tragisch ist, haben wir es doch kommen sehen. Als wir die Erscheinung als Sarahs Geist identifiziert hatten, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir ihre Leiche gefunden wurden. Ein Teil von mir hoffte jedoch, das nicht recht zu behalten. Wodurch doch der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Ihre Unterstützung war ein weiteres Mal von unschätzbarem Wert. Ohne sie hätte ich es niemals geschafft. Oh, wir haben Sarah gefunden und gerecht und die Katze. Und was hat die Katze eigentlich mit Sarah da im Dingens, im Fundament hinter der Wand gemacht? Und wie lange war Sarah tatsächlich verschwunden, wenn er nach 2 Wochen diese hier gesagt hat, du, da fehlt wer? Ich vermisse sie, sie ist nicht da. Und er das alles so zugebaut hat. Es war furchtbar. Und was das Schlimme ist, es war besser als Teil 1. Mir gefiel es besser, weil ich mich einfach mal vernünftig in den Sachen umgucken konnte und nicht immer von einem Gebiet ins nächste geschmissen wurde. Das persönlich gefällt mir besser. Aber eins kann ich versichern, nie wieder Expertenmodus. Werk ich ja kaputt bei. Ja, und sonst so. Habe ich wieder vergessen, wie ich meine Hauptperson genannt habe. Aber das ist ja auch relativ egal. Aber jetzt kämpfe ich mit den Kopfhörern. Das ist ja auch relativ egal, wie ich den genannt habe. Das war nicht meine Wahl, das war Fuchswahl. Ich habe bloß gesagt, gebt mir Wimmelbilder. Ich spiele die. Weil ich dann mit nicht klarkomme. Ja, tschüss Pluto. Übrigens, es ist ein bisschen krank und verstörend, dass du ein Rubinauge hast, aber... Who cares about that? Ja, also, wie gesagt, ich habe mir von Fuchs einige Wimmelbildspiele geben lassen. Frei nach dem Motto, sie hat die schon gespielt. Da wäre es langweilig zum Zugucken. Ich kann es zugegebenermaßen nicht. Da wird es schon wieder was lustiger für alle Sadisten. Ja. Dark Tales 3 wird vorerst nicht kommen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Dark Tales 3 gibt. Aber nachdem wir Dark Tales 1 und Dark Tales 2 hatten, kommt dann als nächstes irgendwann Dark Parables 3. Nach 2 kommt 3. Serie ist ja egal. Und, ja. Ich erhole mich jetzt erstmal von diesem Wimmelbild. Jeder, der mir jetzt gerade zugeguckt hat, wird sagen, darfst du, darfst du, darfst du? Denn immerhin ist es dieser Versuch, das alles in einem Stück durchzuspielen. Und, ja. Ich, wie gesagt, also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Auch wenn man es nicht glaubt, ich hatte auch ein bisschen Spaß. Mehr als bei Teil 1. Aber wie gesagt, es liegt daran, dass du dich mal in diesem riesigen Gebiet von Haus umgucken konntest und nicht quasi von einem ins nächste geschmissen wurdest, wo du dann 3 Sachen finden durftest, die unglaublich unfair versteckt sind und was auch immer. Und, naja, egal. Ich bin nicht immer in der Lage, ein vernünftiges Fazit abzuliefern. Insofern würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, hören uns, sprechen uns, was auch immer dann beim nächsten Projekt.
Bis dahin, viel Spaß bei was auch immer ihr so tut und tschüss und bye bye.